Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ohne Gesicht. Ich werde heute ein Diamond Painting Video machen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dabei. Heute geht es einfach nur ums Diamond Painting und wie ich das mache mit Sehbehinderung. Als Hilfe habe ich hier diese Brille. Die werde ich jetzt aufsetzen und dann werde ich mal gucken, wie das funktioniert. Wahrscheinlich muss ich dazu auch noch mal mein Stativ ein bisschen umstellen. Muss ich noch mal kurz schauen. So, ja, jetzt habe ich es ausgemacht. Ups. Ja, so ist das mit der Technik. So, noch mal von vorne. So, spielen wir mal mit dem Stativ rum. Genau, so, jetzt ist es hell genug. Also, wie ihr seht, das ist mein Riesenbild von Josephine Wall mit eckigen Steinen. 225 Farben und das gibt es bei Diamond Painting Deutschland. Daran sitze ich jetzt seit einem knappen Jahr ungefähr. Ich habe dann diesen Stift hier mit einer Metallspitze. Dann habe ich hier mehrere Schiffchen, Coverminder, also so Folienmagnete, die braucht ihr jetzt eigentlich nicht unbedingt. Hier habe ich diesen kleinen Igel dran. Dann habe ich hier die Farben einsortiert. Dann habe ich hier Wachs von Craft in Wedding. Duftwachs in dem Geruch. Ich glaube, was war das? Beerenmarmelade. Man sieht es jetzt leider nicht mehr so gut. Und das Schiffchen von Pichu Moon Art. So, ich habe mir jetzt gedacht, da ich jetzt painte, das ist so eine Alternative zum Stricken mal. Gerade auch um so ein bisschen meine Hände zu schonen, dachte ich, ich nehme mich einfach mal mit. Und ich wurde ja schon öfter gefragt, wie das funktioniert. Das hier wird ein, manche sagen, Whip in Chat oder Paint with me. Also kann jetzt mal vielleicht auch manchmal sein, dass ihr meinen Kopf seht, weil ich näher hingehen muss. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, okay, so ein paar Minütchen kann ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr hattet einen schönen Tag. Jetzt ist ja bald wieder Wochenende. Dritter Advent. Bald ist Weihnachten. Und ja. Genau. Gut, das Bild ist jetzt nicht so weihnachtlich, aber ich habe noch ein anderes weihnachtliches Bild angefangen. Ich lege es euch jetzt hier einfach mal kurz runter. So, ich muss mal ganz kurz dazu aufstehen. Ja, das spiegelt jetzt leider. Das ist ein Bild von Action mit runden Steinen. Da habe ich noch so ein paar AB-Steine mit eingebaut, also diese Glitzersteine. Und das ist dann so ein Snackbild. Und ich sehe gerade, hier ist einer rausgegangen. Ja. Ich bin da jetzt nicht sonderlich gut drin, das gerade zu legen. Aber ganz ehrlich, wenn die Bilder an der Wand hängen, wer guckt da schon drauf? Und es geht ja um den Spaß. Und ich lebe nach dem Motto, wie ihr ja wisst, ich mache es, wie es geht. Ne? Ja, hier habe ich ein paar Farben schon hingestellt. Und die arbeite ich dann ab. Dann kommen die wieder hier in meine Koffer rein. Und dann mache ich das immer so weiter. Und ich lege das praktisch von Farbe zu Farbe. Ich habe auch dazu ein Lightpad. Das mache ich jetzt aber dazu nicht an. Also das, momentan geht es jetzt gerade so. Am besten ist natürlich Tageslicht zum Painten. Und ja, manchmal passiert es mir auch, dass ich dann, wenn ich die Farben eingeräumt habe, ich dann gesehen habe, oh, ich habe ein Symbol übersehen. Das ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich, aber ja. Muss auch sagen, also der Druck an sich ist gut von dem Bild, aber für mich halt ein bisschen schwieriger.
Wirklich natürlich praktisch finde, sind hier so dieses Raster. Da kann man dann sich so ein bisschen dran orientieren. Da ist dann halt der Druck hier. Ich heb's mal näher hin nochmal. Schon einfacher für mich. Geht jetzt halt nicht anders, aber ihr seht's. Wobei ich sagen würde, dieser Druck würde auch gut bei eckigen Steinen gehen. Also es sieht aus wie ein eckiger Druck. Und den Druck bei eckigen Steinen erkenne ich meistens besser. Und ich komme mit eckigen Steinen aus dem Grund besser klar. Weil, jetzt muss ich mal gucken, ob ihr das jetzt noch so. Ja, doch, so dürft ihr eigentlich meine Hände sehen. Komme ich aus dem Grund besser klar, weil die nicht wegrutschen. Und die runden Steine, die rutschen halt gerne mal weg. Und das ist dann für mich immer so eine Sache. Aber so in der Regel mache ich beides. Also sowohl rund als auch eckig. Ich habe jetzt hier mit der 451 angefangen. Also das sind diese DMC-Nummern. Das heißt, wenn ihr die Steine sortiert, also so Restesteine, das habe ich auch gemacht. Da mache ich auch noch, aber nicht mit allen Steinen, weil ich habe den Platz einfach nicht. Dann könnt ihr die Steine so sortieren oder wenn euch Farben fehlen, dann könnt ihr die auch so nachbestellen. Ja. Genau. Manchmal, wenn ich mir das Bild ansehe, denke ich mir so, oh Gott, Janina, was hast du dir da angetan? Ein Bild mit 200 Farben. So, jetzt seht ihr, ich habe das Schiffchen, hat jetzt aber hier nicht den größten Kontrast. Wenn ich es mir jetzt einfacher machen will, eigentlich sind da jetzt kleinere Schiffe einfacher. Dann nehme ich das Schiffchen. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt trotzdem, weil ich sehe jetzt nicht, was man in der Kamera sieht. Sonst schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das Schiffchen habe ich auch von Pichu Moon Art. Die hat übrigens auch ganz tolle Bilder. Da habe ich diesen Sandmann gemacht und die Schildkröte, die ihr im Hintergrund immer seht bei meinen Videos. So. Man braucht da tatsächlich immer, also bei dem Bild gar nicht so viele Steine in einem Schiffchen, weil meistens, also da ist so viel Konfetti drin, dass es da halt sehr viele Farbwechsel gibt und meistens ist es dann nur wegen einem Stein oder so. Jetzt gucke ich gerade, ob es da die Farbe nochmal gibt. Sieht wohl nicht so aus. Aber ich wette mit euch, dass mir nachher noch irgendwas auffallen wird. Ja, wie verbringt ihr denn Heiligabend so? Seid ihr bei der Familie? Was gibt's zum Essen? Schreibt mal rein. Ja, ich bin dann Heiligabend mit meinem Mann zu Hause. Ich habe auf jeden Fall vor, Drei Nüsse für Aschenbrödel zu gucken. Ich finde den Film so toll, vor allem auch den Soundtrack. Ich liebe den. Mögt ihr auch so Weihnachtsfilme? Also meistens ist es ja so, entweder hasst man den Film oder man liebt ihn. So eins von beidem. Ja, und an den Weihnachtsfeiertagen werde ich entweder was an meinen Teststricken weiter stricken oder ich werde wahrscheinlich gucken, dass ich hier so das Feld größtenteils gepainted bekommen, weil ich bekomme tatsächlich nur die Hälfte, also ich habe jetzt gerade mal die Hälfte von dem Bild und ich habe das Ende Januar angefangen. Ich habe noch tatsächlich so ein Journal gemacht. Und ja, mal gucken. Wahrscheinlich wird sich da 2 Jahre dran an dem Bild. Aber gut, es hat auch keine Eile, fertig zu werden. Ja. Daher, also ich habe jetzt hier diesen Fußball. Werde ich die Fußbälle painten. Oder ich denke mal, dass es Fußbälle sind. Zumindest assoziiere ich das damit. So, machen wir uns mal auf die Fußballsuche. ja, ich habe es doch gerade gehabt. Also, wie ihr seht, also der Druck ist halt sehr, sehr klein. Aber ja, manchmal brauche ich halt einfach sowas, weil da kann man sich dann halt wunderbar konzentrieren. Und ja, das werde ich auch an meinen Weihnachtsfeiertagen tun. Ja,
Jetzt werdet ihr mich bestimmt fragen, ja, Janina, wieso gehst denn du nicht zu deiner Familie an Heiligabend, Weihnachten? So, ich darf dazu leider nicht so viel sagen. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie und von daher bin ich da auch an Weihnachten nicht. Ja. So viel dazu. Und zu meiner Familie gehört mein Mann und mein Hund und meine Schwiegereltern. Ja, oh, ich habe eine Farbe übersehen von vorhin. Naja, egal. Wird morgen oder zum Schluss aufgeklebt. So, Dille. Also, wie ihr halt seht, es sieht hier halt alles gleich aus. Das ist halt dann für mich teilweise gar nicht so einfach. Ja. Das ist dann halt dann etwas anderes Diamond Painting Video. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das jetzt mal bis oben hin. Das ist so dieser heutige Teil. Und dann möchte ich eigentlich noch das hier unten machen, dass das zumindest mal fertig ist. Dann wäre das schon mal weg. Wahrscheinlich muss ich da den nächsten Teil dann doch mit dem Lightpad machen. Ach, da ist auch ein Fußball. Ja, manchmal suche ich da halt ein bisschen. Ja. Genau. Und ja, wie bin ich auf Diamond Painting gekommen? Tatsächlich durch YouTube, weil auch irgendeine Podcasterin, ich glaube, der Nerd Nitz war es, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Irgendjemand hat Diamond Painting Bilder gezeigt und, oder hat halt irgendwie sowas vorgestellt. Und ich fand Diamond Painting schon immer cool, dachte aber so, ja, ich kann das ja eh nicht machen, das ist viel zu klein. Und dann habe ich mir halt, ich glaube, ich habe es mal erzählt, beim Action habe ich mir mal so ein Bild gekauft für 5 Euro mit so einer Libelle und das habe ich dann gemacht. Falls ihr dann mal Interesse dran habt, dass ich euch mal so meine ersten Bilder zeige, ja, schreibt das einfach mal in die Kommentare und dann mache ich halt mal so eine Art Review dazu. Genau. Oder ich baue es in meinen Podcast, in den regulären Podcast mit ein. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich finde halt mehrere Hobbys zu haben auch gut. Dann hat man einfach so ein bisschen Abwechslung drin. Und man schont seine Handgelenke auf jeden Fall. Weil wenn man halt zu viel strickt, dann kann es halt passieren, dass man eine Sehnenscheidenentzündung bekommt oder wie in meinem Fall halt mit diesem Karpaltunnel-Syndrom, was dann letzten Endes ja doch keins war. Und ja. Genau. So viel dazu. Ich habe euch auf jeden Fall in meiner nächsten regulären Podcast-Folge was zu erzählen. Das werde ich aber dann auf die nächste Folge beschränken. Ja, weil ich mir einfach denke, okay, das sieht dann wahrscheinlich besser aus, wenn mein Gesicht dabei ist. Ja. Von daher, ich überlege mir manchmal so ein bisschen, okay, was erzähle ich im nächsten Video, dass man da so ein bisschen Redestoff hat, weil ich sag euch, es ist manchmal schon ein bisschen seltsam. Okay, was quatsche ich jetzt in die Kamera? Das ging mir auch bei meinem Malvideo so. Okay, was quatschen wir da jetzt eine halbe Stunde rein? Und ja, und ich weiß dann halt immer nicht, okay, hört sich jetzt irgendjemand mein Gebabbel an? Also, naja, mein Umfeld mag meine Redegewandtheit nicht immer so, aber gut. Ich kann es halt nicht ändern. So bin ich eben. Und ich sage immer, es gibt ruhige Menschen, es gibt gesprächige Menschen. Das sollte man einfach so ein Stück weit akzeptieren. Und wenn es mal so Tage gibt, wo man das nicht kann, ja, ist auch okay. Aber man kann es ja dann höflich rückmelden. So, ja, kannst du ein bisschen leiser sein? Mir ist es einfach zu viel, anstatt irgendwie zu sagen, ey, halt die Fresse oder halt's Maul oder keine Ahnung. Ja, sowas habe ich alles selber schon erlebt. Und von daher, ja, der Ton macht ja bekanntlich die Musik. So.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich von der Farbe alle habe. Geht ja schließlich auch nicht um den Perfektionismus. So. Alles andere kann man ja danach arbeiten. Ich habe ja auch so diese tollen, vielleicht kennt ihr die, wenn ihr euch mit Diamond Painting befasst, so diese Döschen und Köfferchen. Ja, Steffi, also Steffi von Devilly Crochet, die hat jetzt auch ein Video mit, wo sie so Diamond Painting Untersetzer gelegt hat. Damit meine ich genau hier so diese Köfferchen mit diesen Döschen, genau. Falls du dich doch noch dazu entschließt, Diamond Painting längerfristig zu machen. Genau. Weil dann kann man das einfach alles viel besser einräumen und nichts geht daneben. Weil ich bin nämlich ein Schussele und bei mir geht alles daneben. Nee. Von daher. So, da ich jetzt ein paar Symbole vorhin gesehen habe, kann ich jetzt wieder ein paar rauslegen. Ja. Ach ja, und manchmal mache ich das dann so, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt an dem und dem Tag, was weiß ich, so 20 Farben oder so. Und ich habe diese so einigermaßen nach Farben sortiert. Also das hier sind halt so Brauntöne. Das hier sind so kleine Döschen. Ja, hier sind auch ein paar Brauntöne, da haben aber die Grüntöne nicht reingepasst. Und da hier ist halt auch alles so... Den großen Koffer. Ich sortiere das auch immer wieder neu. Ist alles gemischt. Also das ist so ein 120er Koffer. Und dann habe ich hier noch so die rosa, blau und lila Töne. Also das sind ja so meine Lieblingsfarben. Ah, steht hier sogar drauf. Rosa und lila. So. Also ich werde jetzt mit euch hier nicht den ganzen Abend das ganze Bild machen, aber zumindest halt mal so ein kleiner Teil. Dann nehmen wir den Mond. Dann schütteln wir das. Shake. Oh. Ja. So, dann sehen wir hier wieder die kleinen Mönchen. Genau. Und ja, es ist bei mir nicht immer ganz gerade, aber bei den eckigen Steinen ist es ja dann oft so, dass die sich dann selber irgendwann so hinschieben. Und das finde ich halt einfacher. Weil ich sagen muss, bei der Leinwand ist es gar nicht so einfach, die Steine da so hinzuschieben. Weil da ist der Kleber, der... recht sticky. Ich muss sagen, ich bin echt erstaunt. Also das klebt immer noch, obwohl das jetzt hier so ein paar Tage offen hier jetzt rumgelegen ist. Aber ja, das ist halt auch gute Qualität. Also man merkt da halt schon den Unterschied, ob man jetzt ein teures Bild macht. Jetzt mal blöde gesagt und irgendwo ist mir jetzt hier ein Stein abgekracht. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo der war. Ich glaube, das war der hier. Oder ob man jetzt halt so ein günstiges macht von Temu oder Amazon oder Action. Weil ich sagen muss, also Action finde ich so für den Preis echt in Ordnung. Ich hatte jetzt eins von Temu. Das fand ich eigentlich echt schön, aber die Qualität war einfach... Naja, bescheiden. Heißt ja nicht, dass alle so sind. Da hatte ich, glaube ich, einfach Pech. Das Bild habe ich da noch rausgeschmissen. Weil die Steine einfach zu arg geploppt haben und der Kleber war halt, also man konnte halt nichts verschieben. Sonst kannst du ja die Steine immer so ein bisschen verschieben oder gerade legen. So. Ja, genau. Nee, das. Ja, manche sehen halt auch so ähnlich aus. Das passiert mir halt auch manchmal, dass dann, oder ich muss dann halt kurz so hingehen und gucken, okay, welches Symbol. Ja. Das ist dann wahrlich nicht immer so einfach. Ja. Ich wollte euch das einfach mal demonstrieren, wie man das halt mit 10% Sehkraft macht. Geht dann halt alles ein bisschen langsamer, aber gut. Es ist ja schließlich ein Hobby. Es soll ja auch Spaß machen und man soll sich da ja auch keinen Stress machen. Und ja... Wenn das Bild mal irgendwann fertig ist, so in gefühlt 100 Jahren und auch unser Dachboden, dann soll es auch mal oben im Dachboden hängen und das wird dann praktisch so mein
Hobbyraum, Färbeküche, wie auch immer. Oder zumindest der Raum, wo dann die getrocknet, wo dann die Wolle, ja, die getrocknete Wolle, ja, genau. wo dann die Wolle zum Trocknen hängen kann. Ja, mal schauen. Zum Färben wahrscheinlich eher nicht, weil man da halt einen Herd braucht. Wobei ich könnte eine Induktionsherdplatte nehmen. Das würde dann schon gehen. Haben wir sogar da. Aber ja. Jetzt momentan färbe ich ja gerade eh in der Küche. Also so ein extra Räumlichkeiten habe ich dafür nicht, was natürlich echt mega wäre. Aber ja, das ist halt auch immer so eine Geldsache leider mit der Miete und so. Und im Sommer haben wir die Garage und das tut's ja auch. Also von dem her. Aber ja, ich beneide die ganzen Wollfärber, die natürlich so extra Räumlichkeiten haben. Das ist halt dann schon ein Traum auf jeden Fall. Ja. Genau. So, gucken wir jetzt mal noch. Ah, ich glaube, die Monde hier mache ich auch noch. Dann haben wir das Feld hier auch aufgefüllt. Manchmal machen die Steine auch so ein ganz tolles Geräusch. So ein Klacken. Und ich sehe, ich habe tatsächlich den Fußball da vergessen. Naja. Das wird dann halt alles noch morgen oder die Tage einfach nochmal nachgelegt. Ja, das ist manchmal tatsächlich ein bisschen nervig. Ah, und da habe ich auch noch eine Farbe vergessen. Aber gut, passiert. Das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Und ja, ich würde sagen, bei so einem Bild sind eigentlich so kleinere Schiffchen besser. Wie gesagt, weil ihr da eigentlich. Also, ich mache. Gut, das ist jetzt ein großes Feld, weil ich unbedingt das Gesicht machen wollte. Ich finde Gesichter irgendwie immer so spannend bei Bildern. Fragt mich auch nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise mache ich das immer in so Quadraten. Und da hole ich mir dann die Farben raus. Und dann geht es so Step by Step. So. Jetzt gucke ich mal. Jetzt stelle ich mir hier noch ein paar Farben raus. Dann machen wir jetzt mal mit der hier weiter. Ach ja, und das hier ist übrigens Release Paper. Das habe ich auch von Pichu Moon Art. Da gibt es richtig tolle Motive. Also allgemein, der Shop ist ja toll, weil die hat so richtig schöne, süße Sachen in Rosa und Pink. Und ja, ihr kennt ja alle meinen Farbschema. Und dann kann man praktisch so sich das einteilen. Und dann kann man halt hier so sich das so kleben. Und da seht ihr jetzt mal so richtig den Druck. Ja, und hier habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Und dann kann man das halt so drauflegen, wenn man möchte. Ja. Sonst ist da eigentlich eher so dieses Weiße drauf. Das ist übrigens ein Bild mit doppelseitigem Klebeband. Die haben dann meistens halt hier so diese weiße Folie dran. Die sind auch empfindlicher. Also man sollte das nicht x-beliebig klicken, ja, erknicken. Das geht dann bei dem Bild vom Action dann schon eher, weil das flüssiger Kleber ist, da ist es egal, da sind die auch stabiler. Aber bei dem hier muss man halt echt aufpassen. Wenn man das blöd knickt, sind halt Luftblasen drin. Und ich glaube, das habe ich bei dem Bild hier zum Teil auch schon geschafft, weil es oben auf dem Schrank lag. Ja. So, was war jetzt hier? Naja, gut, da muss ich gegebenenfalls mal die Tage mit der Lupe ran. Das mache ich jetzt heute auch nicht. Weil das ist dann einfach zu anstrengend. So.
Und ganz ehrlich, Leute, manchmal habe ich eine ähnliche Farbe und habe das dann übersehen. Dann lege ich einfach die hin, die ich gerade habe. Weil ganz ehrlich, das fällt nicht auf. Das sind so weiche Farbnuancen, da ist es dann egal. Ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Braun hinlege, was ein Ticken heller ist oder so, ich meine, wer guckt da hin? So. Ja, und oft höre ich dann nebenher noch irgendwie einen Podcast an oder lass eine Serie laufen und höre zu. Gucken geht da eher schlecht. Andere können das, aber ich nicht. Von daher höre ich dann halt mit und dann ist es halt auch sehr meditativ. Also manchmal bin ich da dann so in einem richtigen Flow drin und dann komme ich da auch nicht mehr raus. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Paintet ihr auch gerne? Oder seid ihr eher nur so am Stricken, beziehungsweise habt ihr noch so andere Hobbys, die ihr gerne macht, so alternativ, so zur Abwechslung? Ja, jedenfalls kann ich euch sagen, dass das Diamond Painting Zeug, so gerade so die ganzen Stifte, was es da so gibt, ich habe da jetzt auch ein paar. Das Zeug macht süchtig und irgendwann sammeln sich hier die Stifte an. Also, das sind so jetzt die, die ich hier halt habe. Das war, glaube ich, mein erster, den ich so gekauft habe. Ich fand den ganz süß mit diesen Limetten drin. Den benutze ich meistens, weil ich die Spitze gut finde, also handlich. Ja, das sind halt so ganz normale Standardstifte. Da habe ich mir einen personalisieren lassen mit Nini. Den habe ich von Pichu Moon Art. Der leuchtet im Dunkeln. Da kann man dann hier auch noch was aufschrauben. Den habe ich, glaube ich, vom großen A. Also die halten sich halt gut in der Hand. Und das ist dann halt auch nochmal so ein pinker Stift. Ich kann euch ja mal, wenn euch das interessiert, beim nächsten Video meine ganzen Schiffchen zeigen. Ja, weil das Zeug sammelt und sammelt sich. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Wollstash Konkurrenz macht. Oder mein Diamond Painting Zeug. Ja. Das sind halt gerade so meine liebsten Hobbys. Ja. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mit euch noch hier diese Farbe zusammen. So, ja. Ich habe da halt, auch, wieso ist da ein runder Stein dran? Der gehört da aber nicht hin. Ups. Nee. Der hat da nichts verloren. Ja. Ich sag mal so, Josephine Wallbilder sind nichts für Anfänger. Was mache ich? Ich hole mir gleich so ein Bild. Aber ja, irgendwie hat es mich ja schon gereizt. Ich habe es ja bei anderen YouTubern gesehen. Dachte mir so, oha, und ich finde die Josephine Wallbilder einfach schön. Also, da gibt es richtig tolle Bilder und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Da gab es auch eins mit so einem Einhorn, was ich cool fand. Ja, und ich wollte unbedingt ein Bild mit einem Einhorn. Das hier hat auch ein Einhorn. Aber so weit bin ich noch nicht. Also das ist eine Frau mit Blasen. Also die ist, ja, es ist Abend. Der Tag war heute wieder turbulent. Ja, mit Seifen, also die pustet halt Seifenblasen und in einer von den Seifenblasen ist halt ein Einhorn drin. Und ich wollte unbedingt ein Bild mit einem Einhorn, weil ich Einhörner ja über alles liebe. Und ich habe halt kein schönes gefunden, was mir gefällt, weil die sind dann alle irgendwie so kindisch und ja, ihr wisst, was ich meine. Also mich hat da halt einfach, es hat mich halt keins überzeugt. Und bei dem ist ein Einhorn dabei.
Und ja, der Teil ist halt viel mit Konfetti, also da, wo ich jetzt bin, das seht ihr ja hier alles. Und der andere Teil, da ist es dann so ein bisschen Color Blocking, also das ist dann so ein bisschen mehr eine Farbe. Und das ist dann teilweise auch ein bisschen einfacher für mich. Da gibt es auch Bilder, die haben noch viel, viel mehr Konfetti, also Farbwechsel. Ja, das wollte ich dann nicht so unbedingt. Und ich glaube, das wird auch das einzige Bild in dem Ausmaß sein, was ich mir gekauft habe. Ja, und man hat halt wirklich was für sein Geld. Also der Preis, den es hat, ist, also, ja, ist es schon wert. Also die Qualität ist gut. Und ja, ihr habt halt echt lange was von. Aber ja, es dauert halt. Also ich hatte auch schon so eine Phase, da hatte ich gar keine Lust, was dran zu machen. Ich glaube, das lag jetzt auch 3 Monate auf dem Schrank oder halt auf meinem Regal. Dann habe ich mal gesagt, so, jetzt muss ich mal wieder weitermachen. Jetzt muss es einfach mal langsam fertig werden, weil sonst wird es irgendwie nie was. Ja. Und dann gibt es manchmal auch so Tage, da wird es dann halt auch schnell zu anstrengend. Also so für meine Augen. Das ist dann immer Tagesform abhängig. Also ich painte nicht so exzessiv, wie ich stricke. Ja. Aber es ist einfach auch voll so schön. Und wenn das dann glitzert, das macht dann mich so voll glücklich. Und dann, ach, muss ich das immer angucken. Und ach, wie schön. Und ja. Ah ja, hier ist auch noch eins. So. Und dann kann man sich das halt hier so wunderbar einteilen, wie man das halt machen möchte, mit diesem Raster. Das hat aber auch nicht jedes Bild. Aber ich denke, bei dem hier macht es halt schon voll Sinn. Weil, ja, sonst würde man da ziemlich durcheinander kommen. Und ich erkenne diese Rasterlinien an sich auch recht gut. Ja, ohne Licht geht da halt bei mir einfach nichts. Und ich muss sagen, mein Ringlicht eignet sich dafür unglaublich gut. Ich wollte mir erst eine neue Lampe kaufen, dann dachte ich mir, doch hat mein Mann gesagt, ja, nimm doch das Ringlicht. Ja, was natürlich überaus Sinn macht. Man kann sich das ja auch so einstellen, wie man es braucht. Ja. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt mit euch noch hier diesen Teil, dieses kleine, also dieses Stückchen hier. So um den Hals von der Frau. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich komme und wie anstrengend das für meine Augen ist. Deswegen möchte ich da jetzt nichts versprechen oder sagen. So, und bevor ich jetzt die Farben dann komplett einräume, nehme ich die praktisch fürs nächste Mal und stelle sie einfach darüber. So. Gut, so viele Steine hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Was ich an dem Schiffchen allerdings echt cool finde, ist, dass diese Linien, diese Rillen andere Farben haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das Schiffchen hier, ein klein, auch von Picchu Moon Art. Und ich wollte das haben, weil ich das hier cool finde, mit diesen roten Rillen. Und das dazu ist der Deckel. Das hat auch mit 3D-Drucker gemacht. Tja. Ich glaube, ich mache dazu echt mal so ein extra Video. Ja, mein Kanal heißt ja eigentlich Blinde Wolle, aber es geht ja auch darum, hier so ein bisschen euch zu zeigen, so was kann man alles mit Sehbehinderung machen. Ich kenne zum Beispiel auch blinde Menschen, die schminken sich. Die machen das dann wahrscheinlich alles übers Fühlen, so wie ich das auch mal erklärt habe. Und es gibt halt auch viele Vorurteile, dass halt Leute denken, ach ja, die blinden und sehbehinderten Menschen, die können doch überhaupt nichts machen. Die sitzen irgendwie nur blöd in der Bude rum.
Ja, dem ist aber nicht so. Und ich war schon immer kreativ und Kreativität ist einfach alles. Ist auch alles für mich. Und ja, von daher, warum sollte das dann nicht funktionieren? Man muss halt einfach seine Hilfen haben und seine Strategien. Ich wage mich sogar ans Nähen, auch wenn das nicht immer so gut funktioniert. Aber das liegt dann meistens auch an der Nähmaschine. Dann nehmen wir jetzt noch die Farbe hier. Gut, da ist jetzt der Kontrast auch nicht so optimal. Zum Beispiel, was jetzt auch. Ja, es ist grenzwertig. Wobei, es geht. Also ich wechsle halt je nach Farbe auch die Schiffchen so aus. Also man könnte jetzt sagen, hör, aber ein Schiffchen reicht doch. Man braucht doch nicht so viele. Ja gut, erstens, es gibt einfach tolle Schiffchen. Zweitens, ich kann es immer noch damit argumentieren, dass ich für mehrere Farben einfach auch mehrere Schiffchen brauche. Einfach wegen dem Kontrast. Ja, das ist dann halt so meine Möglichkeit, dem nachzugehen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir auch Schiffchen selber anfertigen lassen. Ich glaube, bei Steinchensuchti oder so hieß der. Da habe ich ein rosa, weißes Schiffchen. Und es hat so einen tollen Deckel. Oh, mit so einem Muster und mit Glitzer. Ja, ich bin halt ein richtiges Mädchen. So. Welche Farbe? Achso, nee, die ist da glaube ich gar nicht drin. Ja. Das ist halt immer so eine Sache. Man darf bei diesem Bild halt sehr viel suchen. Das ist der einzigste Nachteil. Und manchmal nervt es auch. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber dann lege ich es halt einfach weg und denke mir so, ja gut, okay, mache ich halt nächstes Mal weiter. Sodele. Was ist denn das jetzt hier für eine Farbe? Da kann ich jetzt mal ganz kurz hier so hoch, also den Stein hier hochschieben. Manchmal habe ich auch das Problem, dass die Symbole anders aussehen als auf dem Deckel. Ich sehe, ich habe gerade wieder einen Stein übersehen. Ja, das ist nochmal tatsächlich ein bisschen nervig. Aber gut. Sammeln wir hier mal die ganzen Döschen. So. Ah, jetzt weiß ich, wie ich das sortiert habe. Ich habe das damals nach Symbole sortiert. Also irgendwann später nach weißen Symbolen und nach schwarzen Symbolen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Deswegen war das nicht mal ganz nach Farben sortiert. Stimmt. Da war ja was, weil das war dann für mich, glaube ich, so leichter, wenn ich mich nicht täusche. Da war dann ein Dings mit weißen Symbole, schwarze Symbole. Ja. Wenn ich dann halt ein Symbol finde, dann stelle ich das schon mal raus, dass ich es dann praktisch habe. Und so läuft es dann. Und manchmal kann es halt auch sein, dass ich Symbole ewig nicht finde. Das hatte ich auch schon. Dann habe ich halt einfach meinen Mann gefragt. Ich glaube mal, dass es das richtige Symbol ist. Das ist jetzt wegen einem Stein. Lassen wir die mal draußen stehen fürs nächste Mal. Ja, man muss sich da halt einfach so ein System entwickeln. Oder einfach eine Strategie. Nehmen wir jetzt wieder das andere Schiffchen, weil das ist dann zu hell. Ich glaube, das war auch wieder nur ein Stein. Und so mache ich das auch mit, ich sag jetzt mal, einfacheren Bildern.
So in etwa. Weiß jetzt gar nicht. Nee, das kommt da glaube ich gar nicht mehr vor. Das kann ich echt wieder aufräumen. Ja, schwarze Symbole. Ja. Muss ich gerade mal gucken, und was halt auch oft manchmal so eine Schwierigkeit ist. Also, wie ihr seht, die sehen halt gleich aus, oder dann gibt es welche, da sind dann, also da muss man dann halt wirklich ganz genau hingucken. Aber ja, wer weiß, vielleicht animiere ich ja noch andere Leute dazu, das zu machen mit wenig Sehkraft. Ja, und Lightpad. Dann geht alles. So, das ist jetzt hier dieses helle Zeichen mit diesem, dieses helle Orange mit diesem. Ah, das eine ist ein Pfeil und das andere ist einfach nur mit Punkten drauf. Ah ja, hier ist das noch. Genau. Wo war jetzt das hier? Ja, manchmal muss man da halt auch so ein bisschen hin und her schieben. Bei eckigen Steinen ist es halt auch oft so, dass die ploppen können. Mache jetzt mit euch nur die, die ich jetzt auf Anhieb sehe. Ja. Ich merke gerade, es wird langsam ein bisschen anstrengend für meine Augen, aber ich möchte das halt einfach auch sehr authentisch machen und nichts irgendwie spielen oder. Ja, perfekt machen oder hier irgendwas wegschneiden. Ich weiß, dass sowas ja immer ganz toll ist auf YouTube und dass das sehr gut ankommt, wenn die Videos perfekt geschnitten ist. Und ja, aber ich bin einfach der Freund von mehr Realität. Und muss ich gerade mal gucken, wo jetzt das war. Irgendwie ist der Stein hier gerade hergekommen. Ich glaube, es war der hier. Wahrscheinlich ist der weiter oben. Irgendwo. Weil manchmal, wenn dann irgendein Stein rumfliegt, dann kann ich den einfach schon mal aufkleben. Dann ist der schon mal nicht weg. Jetzt frage ich mich, was hier ein dunkler Stein drinne macht. So, und das ist jetzt diese andere mit diesen Punkten. Muss ich mal gucken, ob ich das hier vielleicht. Nee, der passt da nicht rein, sonst hätte ich den hier irgendwo noch mit reingeklebt. Ich weiß auch nicht, von welchem Bild der ist. Ja, sowas passiert halt manchmal auch. Dann kommen die halt einfach hier in so ein Schiffchen rein. Und wenn die sich dann halt ansammeln, dann kann ich die praktisch auch so mit verteilen, wo ich dann denke, ja, das könnte farblich passen. So, und jetzt seht ihr hier wieder, ich habe wieder hier die Farbe übersehen. Ja. Entweder puppel ich dann das Schiff hier noch, das noch mal raus und mache das dann, oder ich denke mir dann einfach, oh. Nee. Nee, ich mach's nächste Woche. Nächste Woche, nächstes Mal. Oh, Leute, ich sag's euch, mein Kopf ist schon wieder so voll. Ich hatte heute einen Arzttermin. Und das mit den Öffis ist hier einfach, ich kann es nicht anders sagen, Katastrophe. Ja. Wenn man ja davon ausgeht, dass der Bus dahin fährt, wo es halt angezeigt wird, sei es auf dem Fahrplan oder auf dieser Innenanzeige im Bus oder ja, oder die Durchsage, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr selber jetzt nicht Auto fahrt. Ja, genau. Und jedenfalls fahre ich heute extra einen Bus früher, dass ich pünktlich bei meinem Arzttermin bin. Ja, und was passiert? Der schmeißt uns halt irgendwo in der Pampa raus. Wäre da keine andere Frau gewesen, wäre ich sehr aufgeschmissen gewesen. Natürlich musste ich auch meinen Mann anrufen, weil mich stresst sowas halt einfach gewaltig. Und dann kam noch ein anderer Bus, so ein Kleinbus. Und zum Glück war der so nett und hat mich dann zu meinem Ziel gefahren. Also der war richtig lieb. Also da war ich echt überrascht. Und
Ja, weil sonst wäre ich da nicht hingekommen. Und jedenfalls war der dann, der hat auch gemeint, dass er dann jetzt wahrscheinlich, dass er halt voll Ärger bekommt. Da habe ich gesagt, oh, das tut mir jetzt voll leid für Sie, dass Sie da jetzt Ärger bekommen. Und da hat er gemeint, ja, das ist kein Problem. Ich bin doch so eine liebe Frau und der fährt mich dahin und Sie sehen schlecht. Also ich habe dem auch gesagt, dass ich schlecht sehe und ja, also ich war da mega dankbar heute und fand es echt cool. Ich bin dann zwar ein paar Minuten zu spät gekommen, aber ich habe dann natürlich bei meinem Arzt angerufen. Ich habe gesagt, ich komme ein paar Minuten später. Also die sind da so, wenn man halt dann später kommt oder nicht da ist, dann rufen die einen auch an. Aber ja, da denkt man sich auch so, okay, fahren wir extra früher, dass wir pünktlich sind und dann pusht der Kuchen. So, daraus wurde dann halt nichts. Ja, so, meine Lieben. Ich schaffe das jetzt heute, glaube doch nicht mehr. Also das wird gerade ein bisschen anstrengend für meine Augen. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich Diamond Painting betreibe. Mich würde mal interessieren, ob euch so ein Video auch gefällt. Also es ist halt natürlich mehr ein Quatschvideo als der reguläre Podcast mit Stricksachen und so. Da habe ich dann natürlich auch was fertig, was ich euch dann zeigen kann. Oder beziehungsweise will ich noch was fertig machen. Und dann kommt auch am Samstag die Auflösung von der Verlosung. Ja, da habt ihr ja auch fleißig mitgemacht. Bis jetzt. Schon mal danke für die lieben Kommentare. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Hätte ich jetzt auch im nächsten Video gemacht. Das hier war ja eher spontan. Und ja. Dann hoffe ich einfach, dass euch das Video soweit gefallen hat. Schreibt es mir in die Kommentare und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!